Hallo Pokémon-Freunde, hier ist Archie und heute gehen wir in den Rank-Modus, diesmal VGC. Das Team könnt ihr hier unten einmal ausleihen. Also die Strategie hinter dem Team ist Arcani mit der Redlichkeit, da haben wir Elfen mit dem Prügler. Und damit wollen wir unser Arcani auf plus 4 bringen. Arcani geht in Dynamax und kann mit Flammen, Blitz, Knuddler, Nahkampf und Stromstoß ein bisschen was machen. Ja, wir haben den Rückenwind für den Speed, da können wir alles outspeeden. Rechte Hand ist dann für Arcani, ne, damit er noch mehr Schaden austeilt. Dann haben wir ein Stahlobor mit Überbrückung, ein Togekiss, was Spotlight hat. Das kann alle Angriffe auf sich lenken und Arcani kann richtig Schaden raushauen. Wir haben Milotic mit dem Schwächenschutz und der Unbeugsamkeit. Wir haben dazu den Eissturm, um ein bisschen den Gegner zu verlangsamen. Plus wir haben ein Relaxo, falls der Gegner ein Bizarraum-Team hat. Da haben wir einmal Fassade, Samenbomben, Dark Lariat und zu guter Letzt die Bauchtrommel. Aber die Hauptpersonen oder Hauptpokémon sind hier Arcani und Elfun. Dazu noch Togekiss wird ganz wichtig sein und eigentlich auch Milotic. So, damit gehen wir mal in den Rank-Modus. Ich befinde mich im Meisterballrang und zwar auf Rang so 7000 oder 8000. Ja, also ich habe mit dem Team auch ganz gute Siege eingefahren. Ich glaube 22 zu 12 war das. So, das ist dieses Team. Ja, Togekiss mit der Scope-Linse. Es ist voll Init und voll Spezial-Investment. Damit wir sehr viel Schaden raushauen können und critten können dank der Scope-Linse. Ja, Statistik 22 Siege, 12 Niederlagen. Eigentlich ist der Lead immer klar, Arcani plus Elfun. Wir beginnen gegen Yar. Und der hat Pantifrost, er hat also eher so ein Eissturm oder Eis- oder Hagelalarmteam. Dann hat er noch langsame Pokémon, aber hat ein Bravery dabei für den Rückenwind. So, kann Pantifrost den Mogelhieb? Das wäre eigentlich wichtig zu wissen. Aber er hat kein Wasser-Pokémon dabei. Wir haben den Strolch. Damit könnten wir das gute Flampivien auch outspeeden. So, was brauchen wir für Antworten? Antwort für Relaxo. Was wäre die Antwort für Relaxo? Milotic hat den Schwächenschutz. Wenn Relaxo Samenbomben hat, dann triggern unser Schwächenschutz. Aber das Problem ist, auf plus 6 und Relaxo, das ist nicht gut. Dazu haben wir ja Arcani mit dem Nahkampf. Brauchen wir Togekiss? Togekiss eigentlich ja. Jetzt die Frage: Milotic, Stalobor oder Relaxo? Relaxo gegen Relaxo, Dark Lariat. Ich würde sagen, wir packen noch Milotic dazu. Ja, das sind also meine 4 Pokémon. So, wenn ich die Chance habe, drücke ich Prügler. Gut, also die letzten 3 Matches habe ich gewonnen dank dem Team. Mal schauen, wie es hier ist. So, wir haben Flampivien und Pantifrost. Jetzt haben wir die großartige Frage, was macht Pantifrost? Ich weiß nicht, ob er Mogelhieb drauf hat. Das weiß ich leider nicht. Ich behaupte aber mal, ich gehe mal auf den Rückenwind. Plus Dynabrand. Dadurch müsste ich eigentlich nichts verlieren. Und Flampivien ist hier das gefährlichere Pokémon. Aber so wie ich das sehe, ist seine Strategie Mogelhieb, falls Pantifrost das kann. Und dann mit Flammenblitz oder Erdbeben oder Steinhagel mächtig viel Schaden austeilen. Gut, lass uns gucken. So, Arcani ist natürlich frohes, hat ein frohes Wesen, voll Init, voll Angriff. Ist kein Mogelhieb. Ja. Da hat er richtig geraten. Okay, Flammenblitz. Den werden wir nicht tanken, aber dafür stirbt das Flampivian. Also sein bester physischer Angreifer, würde ich sagen. So, was können wir machen? Wir können mit Togekiss rein, einmal Spotlight drücken oder direkt Zauberschein.
Wobei Pantifrost eigentlich schneller sein müsste. Also von Pantimos weiß ich, dass es eigentlich schnell unterwegs ist. Macht Milotic hier Sinn? Ich würde eher Togekiss einsetzen. So, Togekiss kommt, kann einmal Spotlighten oder direkt die Hitzewelle drücken. Spotlight wäre hier eine gute Option für den Gegner, meine ich. Da würde ich doch eher einmal Hitzewelle drücken. Pantyhose kann eigentlich nicht so viel. Und ich könnte den Dünner Brand oder Dünner Gewitter. Ich mach mal Dünner Brand auf Togekiss. Obwohl, wenn er Dynawallt. Aber Togekiss kann uns. Ja doch, der kann Dünner Düse raushauen, dann ist er schneller als alles. Das will ich eher verhindern. Eigentlich müsste das jetzt Togekiss sein, was die Dynamax geht, ja. Okay, also Hitzewelle trifft beide. Schwächenschutz werden wir auch nicht triggern. Er setzt den Eissplitter ein für den Schwächenschutz. Aber wir müssen eigentlich schneller sein. So, Dynabrand kommt, ja. In der Sonne mit Lebenorb ist das ein guter Schaden. Hätte auf Dünner Gewitter doch gehen sollen. Killt es? Ne. Akani ist bulky. Das ist gut. Aber das Druck ist outspeedet jetzt alles, was wir hier haben. Beziehungsweise, ich müsste einmal Spotlighten. Spotlight. Eigentlich ja. Und Dünner Brand. Ja. Er kann den. Kann Dynawall jetzt bringen. Dann bringt mir das eigentlich gar nichts, ne? Ich würde aber echt gerne Turkis doublen. Oder einfach nur angreifen. Und meine Runde müsste eigentlich gleich enden. Meine Dynamax-Runde. Okay, Dünner Düse sollte killen, aber das ist eigentlich egal. Oh, wir tanken. Jetzt die Frage, überleben wir eine Psychokinese? Ja, Togekiss stirbt. Und das gute Togekiss von dem stirbt auch. So, Pantyfrost ist auf plus 2 Init. Was wäre jetzt meine Antwort darauf? Ich habe kein Turbo-Tempo. Und ich habe auch keinen Rückenwind. Ja, ich habe noch Milotic. Milotic hält ein bisschen was aus. Jetzt Meistergriff? Ne, Braviary. Ich könnte Eissturm drücken. Dann wären beide etwas langsamer. Ich vermute aber, es kommt der Rückenwind. Lohnt sich hier ein Schutzschild? Eigentlich nicht. Eher einmal Eissturm. Plus, ja, Flammenblitz. Braviary wäre eigentlich. Ah, ist eigentlich egal, wen ich jetzt angreife. Ich denke, ich greife mal. Ja, beide sind offensiv sehr gut. Aber er hier links ist langsamer. Ich greife rechts Pantyfrost an. Okay, er ist schneller. Schutzschilden konnte ich ja nicht. Okay. Das wird jetzt wehtun. Alter, ja. Ist die Frage, können wir uns dagegen genesen?
So, er ist immer noch schneller. Es lohnt es sich hier auf Genesung zu gehen. Na ja, gut, Siegeswille. Das hat sich also gerade erledigt. Ich könnte doch einmal auf Schutzschild gehen und gucken, ob die Sonne gleich vorbei ist, ja. Es bringt leider nichts. Einmal Schutzschilden, um zu gucken. Dann könnte ich mit der Lehmbrühe vielleicht. Okay, die friert trockener. Das dürfte also ein GG sein. So, ich hoffe, ich bin schneller als Bravery. Der Schaden wird aufgeteilt, aber das müsste eigentlich ein GG sein. Schade. Ein Crit. Wir hatten den Schwächenschutz. Der wäre getriggert und da hätten wir mit der Lehmbrühe doch vielleicht beide rausnehmen können. Vielleicht. Wobei ich kein Spezialangriffsinvestment fahre auf Milotic. Ob der Crit so wichtig war. Also ihr seht schon die Strategie. Die hat jetzt leider nicht so ganz funktioniert wegen dem ersten Mugelhieb. Aber dann hätten wir schon ordentlich Damage rausdrücken können. So, ein Kampf gegen Platz 16.000. Okay, was hat der? Patinarage, er hat Siegeswille Pessimian, dann Rotom Waschmaschine, auch ein Whimsicott, Togekiss. Akani ist hier eigentlich sehr gut, es trifft alles. Knuddler trifft hier Dragapult. Also ja. Nur aufpassen muss ich auf Rotom. So, Whimsicott Akani ist gut. Was haben wir für Rotom? Unser Stalobor. Wenn wir da den Rückenwind rauskriegen können, wäre das schon nicht schlecht. So, Scope, hier nicht Scope-Linse. Spotlight Togekiss. Es wird von Rotom getroffen, von Patinaraja. Aber wegen Dragapult könnte man das doch mitnehmen. Wobei wir schon zwei Feen-Pokémon haben. Könnte rausgehen oder wieder Milotic mitnehmen und Eissturm drücken. Laxo, er hat kein. Oh doch, er hat ein Kampf-Pokémon dabei. Da würde ich sagen, ich nehme mal Stalobor mit. Und Milotic. Ne, Togekiss. Ja. Dann versuche ich jetzt mal den Prügler rauszuhauen, wenn es denn geht. So, wen schickt er rein? Er schickt. Okay, Pessimian. Kann der Mogelhieb? Oder hat er zufällig auch die Redlichkeit? Ich könnte ja den Rückenwind rausbringen. Ne? Also, was kann er machen? Rechte Hand, Rückenwind. Oder soll ich. Ich könnte auch direkt Zauberschein drücken. Aber er kann auch keine Steinhagel, ne? Was ich nicht so gut finde. Ich glaube, Persimmon ist etwas gefährlicher. Also greife ich Persimmon an. Okay, wir sind anscheinend schneller. Oder er geht gar nicht in die Dynamax. Wir können zum Glück auch nicht geflincht werden durch Steinhagel. Okay, also ich habe vor, den Rückenwind jetzt rauszubringen und er geht auf. Rückenwind, ja.
So wie es aussieht, hat er doch den Walschal. Und ich glaube, er ist von Natur aus schneller. Obwohl, wir sind schneller. What? Waffe ist hier nicht ordentlich schnell unterwegs. Okay, er haut den Nahkampf raus, der gut Damage macht. Aber jetzt könnte ich ja einmal Zauberschein drücken. Und Dünner Brand auf Dingens machen. Sollten wir schneller sein? Eigentlich schon. Wenn Akani schon schneller ist, dann ist unser Elfhund auch schneller. Und es könnte ein Walband-Set sein. Ich kann ja trotzdem mal nachgucken, wie viel Initiative das Simian hat. Auf Deutsch heißt er wie? Quartermark. Okay, er haut die Trugträne raus, um den Spezialangriff zu senken, oder? Nicht Spezialverteidigung. Okay, aber das nützt nichts, weil wir killen. Die Statuswerte sind 80. Okay, also so schnell ist er doch gar nicht. Okay, jetzt kriegt irgendeiner einen Dünnerbrand ab. Die Narage kann er nicht reinbringen. Er braucht schon Feuerfänger-Pokémon. Okay, Dragapult. Das können wir auch besiegen. Wir haben ja den Knuddler-Parat. Alter, das killt fast. Okay, rücken wir das auf beiden Seiten aktiv. Das ist die Sache, ne? Er ist schneller. Nochmal Rückenwind geht ja nicht. Mit Akani kann ich auch nichts machen. Rechthand bringt nichts, also würde ich sagen, machen wir den Zauberschein. Und rechts gehen. Ja. Ein Dünner Zauber bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Ich gehe mal links auf den. Ja. Ja, gleich müsste ich mit dem guten Togekiss rein. Spotlighten. Oh, er geht auf den. Aber ich vermute, dass Akani hier drauf gehen wird. Ja. Phantomkraft. Alles klar. So, einmal Zauberschein, ja. Verfehlt. So, da haben wir einmal den Dünnerzauber. Wow. Da wäre tatsächlich der Prügler gut. Aber das war mir ein bisschen zu riskant, wenn er Dynawalt oder sowas. Na, ja, er killt mich. So, wie kann ich das hier noch gewinnen? Also Akani, mein bestes Pokémon, ist jetzt down. Ich habe noch Stahlebohr. Und er hat den Lebenorb. So, ich habe Stahlebohr mit der Überbrückung. Ich müsste schneller sein als sein. Genau, als sein Rotom. Da könnte man doch. Turkis? Nee. Ich gehe zu Stahlebohr. So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Einmal den Zauberschein, um alles sehr effektiv zu treffen. Also auf jeden Fall, warte. Zauberschein. Damit ist dann unser
sein Dragapult weg. Wenn ich Pferdestärke drücke, sollte sein Rotom weg sein. Theoretisch schon. Eigentlich ja. Und eine Phantomkraft müssten wir eigentlich tanken, es sei denn, er wäre Walband. Und wir haben den Fokusgurt, ja, das überleben wir natürlich. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Alles klar. Mal Pferdestärke, ja, das wird er auf jeden Fall rausnehmen, falls wir nicht verfehlen. Und ich kann den Rückenwind wieder rausbringen. Kommt drauf an, ob er ein noch schnelleres Pokémon hat als Staalobor. Und es ist, ja, Whimsicott schon wieder. Ja, in dem Falle muss ich ja auf Rückenwind gehen. Und dann einmal die Pferdestärke raushauen. Und dann sollten wir das eigentlich gewonnen haben. Hoffe ich. So, wir hauen den Rückenwind raus. Er wahrscheinlich auch. Oder auch nicht. Und das tankt er nicht. Ja, die Mondgewalt, die kommt, die nimmt Whimsicott. Okay. Staalobor nicht raus. Wir haben noch Citrobeere. Wobei ich vielleicht eher die Anti-Bodenbeere spielen könnte. Um sowas wie ja, Rhyperior ein bisschen zu kontern oder die Quarkobeere. Ja, wir nehmen hier die rechte Hand. Zack. Eisenschädel. Und damit sollte es ein GG sein. Damit gewinnen wir am Ende 3 zu 0. Ja, 3 zu 1. Also ihr seht schon die Strategie hinter. Wobei wir Prügler nicht gebraucht haben. Wobei ich das einmal noch zeigen möchte. Okay, zwei Spiele, ein Sieg, eine Niederlage. Ihr könnt ja eure Vorschläge in die Kommentare reinpacken. Oder auch ein Leihcode-Team posten. So, da sind wir auf Platz 5800. So, wer ist es jetzt? Auch irgendein Japaner. Der hat ein Regentanz-Team mit ganz klassisch Regentanz. Er geht auf Speed und Geschwindigkeit und alles auf einmal. Also, denke ich mal, er fängt an mit Pelipper und Barakiefer oder nicht. Auf jeden Fall könnte er Pelipper reinwechseln und so den Regen komplett reinholen. Das heißt, ich müsste... es wird schwierig jetzt mit Akani irgendwas zu machen. Dann hat er noch wahrscheinlich einen Mugilib auf... hier. Das vierte Pokémon von oben. Wie kann ich das kontern? Mit Milotic vielleicht? Also den Rückenwind rauszubringen, bringt das ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist halt das Problem. Das wird ein Problem. Also das Regentanzteam wird mir jetzt eher ordentlich Probleme bereiten. Ja, ich weiß, wenn ich mit Akani anfange, dann wird das wieder nix. Milotic macht leider nicht so viel gegen... Ich nehme mal Relaxo mit. Er hat kein Kampf-Pokémon dabei. Da könnte ich mit der Fassade und den Samenbomben was machen. Und eventuell der Bauchtrommel. Wobei, es kommt darauf an, wer schneller ist. Wenn ich mit Akani die Sonne rausholen kann, umso besser. Dann funktioniert seine Strategie nicht. Aber wie ich sehe, holt er erstmal sein Mogelhieb-Pokémon raus.
Ja, jetzt ist das andere Pokémon schneller, ist klar. Lohnt sich einmal rauswechseln? Nee. Will ich meinen Fokus gut behalten? Wait, ich könnte raus zu Togekiss. Da habe ich ja... Warte, ich will... Folgendes machen. Dynabrand auf... Ich habe den Namen vergessen. Also er wird mit Pelipper vielleicht auf Schutzschild gehen. Ich will auf jeden Fall die Sonne raus haben. Er müsste eigentlich Mugel hieben. Okay, Whimsicott raus. Da kommt Togekiss. In Erwartung des Mugelhiebes. Okay. Er geht doch in die Dino Wall. Frage ist, wie schnell ist denn dieses Pokémon? Ich habe Lombrero. Kapaloris, so heißt er. Ah, 70. Also hätten wir doch unseren Rücken mit rausgekriegt und ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Jetzt kommt eine super Giga Dynaflut, ja. Ah, das ist traurig, dass wir den rausnehmen wahrscheinlich. Ja. Aber ich gucke nach, ob der überhaupt Mogelhieb kann. Ja, er kann Mogelhieb. Ja, da habe ich das Spiel leider weggegeben. Wobei ich jetzt halt Rückenwind kann. Und dann bin ich wieder schneller mit Togekiss. Ah ne, ich habe keinen Rückenwind. Ha. So, ich kann... Warte. Ich kann Luftschnitt. Und hier kann ich einmal Rückenwinden. Dann sollte ich eigentlich schneller sein, wenn ich voll init bin. Ja, wir sind schneller. Der Schaden ist okay. Kein Crit. So. Jetzt habe ich nur noch ein Pokémon auf der Seite. Ja, Orkan, das killt. Er bringt uns auf den Fokuscode runter. Jetzt habe ich nur noch Relaxo. Was könnte ich mit Relaxo machen? Ja, ich könnte einfach Samenbomben drücken. Oder Fassade oder Dark Lariat. Bauchtrommel lohnt sich in diesem Falle nicht. Ja, das ist ein GG wahrscheinlich. So, was ich halt machen kann, wäre ja rechte Hand. Rechthand Relaxo, ja. Und da sieht man, dass die erste Runde echt es entscheiden hätte können. So, die große Hoffnung ist, ich tanke das. Ich tanke es. Meine Beere kommt durch. Jetzt muss ich nur noch mit der Fassade ein bisschen was machen. Gesiede Wasser will keinen Burn. So, Fassade. Nichts. Wenn ich da den Burn gekriegt hätte. Aber gut. Ja, einmal Fassade.
Was er jetzt nicht machen darf, ist Siedewasser drücken. Und wer schneller? Philippa, ja. Siedewasser. Oh. Aber ist egal. Ja, das ist ein GG. So, ich würde sagen, das war es für dieses Video. Wir hatten jetzt 3 Kämpfe. Ein Sieg, 2 Niederlagen. Okay, also ich werde dann das nächste Video irgendwann demnächst hochladen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns einfach bei dem nächsten Kampf, bei dem nächsten Road to Ranked Video wieder. Bis dahin. Und ciao.